Hallo, ich grüße euch. Wir wollen uns heute mal mit einem besonderen Teil befassen. Und zwar geht es um das, was jetzt wieder mal eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, der letzte Countdown, der war hier. Und letzte Countdown.org von John Scott Tram. Ja. Und zwar ist das ein Artikel, der schon 2010 geschrieben worden ist, aber jetzt nochmal hochgekocht ist, also überall rumgeschickt wird. Und er hat die sogenannte Uhr Gottes im Orion hier, hat da so ein Applet gemacht und so ein Video. Ja, kann er schon mit einer Werbung mal angucken. Was ist denn nun faul an der Geschichte? Ne, er leitet im Prinzip her über die Stellung der Gestirne im dem Orion, dass das wie eine Uhr wäre. Und diese Uhr würde angeblich die Zeit der Entrückung bzw. auch die Wiederkunft Christi vorhersagen. Das ist natürlich ein sehr schmales Brett und ich glaube auch nicht, dass das zutrifft. Und zwar lässt sich schon an einem einzigen Fakt widerlegen. Wenn wir uns angucken, das ist hier der gregorianische Kalender, das ist der Lunisolarkalender. Und in dem gregorianischen Kalender, hier seht ihr ja, ne, sind die tatsächlichen biblischen Feiertage markiert. Und wie man sieht, ist heute der 27. ein Sabbat. Ne? Und das ist genau auch der Tag, den er hier als Versöhnungstag nach dem biblischen Kalender sieht. Aber wie man sieht, ist hier überhaupt kein Versöhnungstag. Ja? Ist nicht. Ja? Aber wenn dann er, wenn dann machen hier Feast of Tabernacles, Sabbat, dann ist hier der Neumond. Der Neumond setzt den Wochentag neu. Und dann geht es hier um den 27. weiter. So, deswegen habe ich immer den Kalender jetzt hier mit dran, damit man mal gucken kann. Ich muss dann mal einen neuen machen, weil hier ist der Monat bald rum, während wir hier im Juni-Solarkalender schon bei 11.11.2013 sind. So, also ist immer schön, wenn man eine neue Ente auf den Tisch kriegt, erstmal die Federn rauszieht, dann der Ente sämtliche Knochen bricht und dann sieht man, dass in dem hohlen Vogel eigentlich nichts dran ist. Und das ist in jeder Ente im Internet ist es immer das Gleiche. Es wird immer ein Riesenaufwand betrieben, um eine Sache rauszustellen. Und jetzt ist es natürlich schwierig, wenn man ein geistlicher Leiter ist und hat man wegen Gemeindeverantwortung in irgendeinem kleineren oder größeren Verband und man steigt jetzt auf solche Dinge ein, ja, und lehnt sich dann weit aus dem Fenster. Dann hieß, ah, siehst du, der hat ja eine Irrlehre verbreitet und so weiter. Aber was hat er denn gemacht? Er hat sich ja nicht an das gehalten, was die Bibel mal ursprünglich gesagt hat. Die hat gesagt, prüfet aber alles, behaltet das Gute. Nicht umgedreht. Also nicht nur das Gute prüfen, was uns immer schon bewusst und verraten und das andere in die Ecke hauen. Nee, wir sollen alles prüfen und das Gute davon behalten. Ja, wenn wir das jetzt hier machen, kommen wir dahin, dass im Prinzip die ganze Herleitung, die er da bringt, gegen die schon geprüfte Herleitung, die von Wordless Chance zu dem gleichen Thema gemacht worden ist, total widerspricht. Und da muss man sich sagen, wenn viele andere die andere Darstellung schon geprüft haben und immer wieder gesagt haben, jawohl, das, das und das und das und das ist sauber. Und jetzt kommt er mit einer völlig anderen, aus der Astrologie herbeigeholten Sache. Da muss man schon von grundsätzlich erstmal zweifeln, weil Astrologie ist erstmal schon kein Mittel, um biblische Wahrheiten zu begründen. Das ist schon der erste Punkt, wo es scheitert. Der zweite Punkt ist ein ganz einfacher. Wenn man sich in der Bibel anguckt, ist ja geschrieben, dass am Tag der Entrückung da zwei auf dem Feld arbeiten, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Da muss man sich überlegen, wenn die auf dem Feld arbeiten, kann denn das ein Sabbat sein? Kann das ein Sabbat sein? Nee. Am Sabbat arbeiten die nicht auf dem Feld. Also ist der Tag der Entrückung nicht ein Sabbat. Damit fällt die ganze Geschichte hinten runter. Ja, und jetzt ist dann noch die Sache. Jetzt kommt natürlich der noch um die Ecke und sagt, ja, die mit ihrem Lunisolarkalender haben ja gar nicht recht. Dann frage ich mich, warum hat er sich seit 2010 an der Challenge nicht beteiligt? Da wurde nämlich ein Kurs ausgeschrieben, die läuft wohl schon 4 oder 5 Jahre, also es müsste in der Zeit sein, dass man diesen Kalender bitte widerlegen müsste, wenn er denn nicht stimmt. Bis jetzt hat es keiner geschafft, nicht mal der Vatikan ist dagegen vorgegangen. Und jetzt fragt man sich, was denn wirklich dahinter steckt. Ich meine, wenn es so eine Uhr im Orion gäbe, wäre das natürlich das perfekte Mittel, um irgendwelche radikalen Veränderungen durchzuziehen und dann zu sagen, das ist die Gottesbestimmung gewesen. Das ist nämlich der eigentliche Punkt, der hier dahinter steckt. So, da müssen wir uns überlegen. Am Anfang des Kalenders gab es wohl diesen Yom Kippur-Krieg, ne? Wo also im Prinzip
Rothschild und Balfour sich das Land Palästina einverleibt haben, indem sie die Engländer mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs bestochen haben. Das war nämlich die Vereinbarung. Das hat nämlich einer von denjenigen offenbart, die damals bei der Verhandlung vom Versailler Vertrag mit dabei waren. Und der hat gesagt, das war dieser heimliche Deal, die Lusitania zu versenken, damit die Amerika in den Krieg einsteigt und die Geschicke des Ersten und Zweiten Weltkriegs umdreht. Das war nämlich der Grund, warum sie überhaupt Amerika in den Ersten und Zweiten Weltkrieg einbezogen. Das haben sie einmal im Ersten Weltkrieg gemacht, dann haben sie nochmal im Zweiten Weltkrieg gemacht. Die haben eine ganze Aktion, eine ganze Nation hier reingezogen. Das, was Hitler gemacht hat, nicht alles richtig war, lassen wir mal völlig außen weg. Es war halt was Krieg. Aber der eigentliche Störer des Waffenstillstands, wissen wir ja, ist ja Polen gewesen, weil Polen in die Ostgebiete einmarschiert ist. Und das war ein Jahr, bevor Hitler in die Ostgebiete rein ist, um die zu befreien. Das ist genauso eine Verhandlungsstrategie, wie sie jetzt in der Ukraine läuft. Ne? Da wird eben irgendwas erfunden, da wird Geschichte revidiert und dann tut der Jasenjuk oder wie er heißt, völlig sinnfreie Statements rumlassen und die Kanzlerin Merkel stellt sich dann noch dahinter und sagt, ja, und das ist toll und das Volk wird dort unterdrückt. Nee, es wird genauso bombardiert wie Libyen und Syrien und wie die ganzen Länder da unten heißen, wo irgendwo immer Krieg war und Bürgerkrieg provoziert. Das ist das, was sie in der Ukraine jetzt auch durchziehen wollen. Also wenn es in Afrika geklappt hat, wollen sie es jetzt in Europa auch machen. Das ist nämlich das, was hier dahinter steckt. Weil Russland wird nicht zulassen, dass vor deren Toren ein Krieg provoziert wird. Weil gibt es einen Krieg in der Ukraine, gibt es einen Flächenbrand über Polen bis nach Deutschland. Und das ist nämlich das eigentliche Ziel der Aliten, was hier beabsichtigt ist. Die wollen die Ereignisse des Ersten Weltkriegs zurückdrehen. Es gibt zu dem Ersten Weltkrieg nämlich keinen Friedensvertrag. Und immer noch steht, obwohl der Kaiser nicht handlungsfähig ist, Holland unter Besetzung vom alten Kaiserlichen Reich, weil es gibt zu diesem Ersten Weltkrieg keinen Friedensvertrag. Es gibt nur einen Friedensvertrag zu Russland, aber der Kaiser ist nach Russland marschiert. Der Weimarer Republik ist dorthin marschiert, hat aber damit nichts zu tun. Der Friedensvertrag besteht zwischen dem Kaiser bzw. Anfängen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich, Kaiserreich, wohlgemerkt. So, und jedes Mal, wenn die Bundesrepublik sich irgendwie auf alte Gesetze oder auf ihre eigene Legitimation beziehen, dann beziehen sie sich immer auf die Weimarer Republik. Das ist nie ein Staat gewesen, es wird auch nie ein Staat werden, weil es war eine Putschregierung. Dann muss ich natürlich sagen, dass zum Beispiel auch Chile der Putsch legitim war. Nee, das war er nicht. So, und das zieht sich durch die ganze Geschichte. Man will einen illegitimen Vorgang zu was Legitimen machen und die 1919er Verfassung, die ist weder vom Volk gewollt, noch ordentlich zustande gekommen. Das ist alles Belug und Betrug. Und das setzt sich bis heute fort. Und die das vorangetrieben haben, waren ein Teil der SPD und ein Teil Bundeskommunisten, wo Liebknecht und wie heißen sie denn? Rosa Luxemburg dazugehört haben. Ne? Das waren diejenigen, die den Hochverrat gegen den Kaiser betrieben haben. Und deren Flagge war Schwarz-Rot-Gold. Da muss man sich überlegen, warum Pegida gestern wieder auch in Chemnitz mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante zieht und nicht die Staatsflaggen nehmen. Nämlich die sächsische Staatsflagge. Da ist sie. Ja, das zeigst du nochmal. So sieht sie aus. Kann man eigentlich nicht verwechseln mit Schwarz-Rot-Gold. Ja. Das ist das. Wer eine ordentliche staatliche Struktur ist, der muss mit dieser Fahne demonstrieren. Und nicht mit irgendwelchen Flaggen von ISIS oder von Weimarer Republik. Das ist nämlich alles das Gleiche. Es ist von den gleichen Leuten finanziert und vorangebracht. Man muss sich jetzt überlegen, diese Yom Kippur-Geschichte, die Wiederholung wäre ja jetzt der 27. Was wollen sie denn noch erreichen, was sie nicht erreicht haben? Das muss ich einfach mal überlegen. Sie wollen den dritten Tempel bauen. Und in den dritten Tempel soll dieser Antichrist von dem jetzigen Papst in sein Amt gehoben werden. Das ist das, was noch fehlt für die neue Weltordnung. Ne, was bietet sich da an, als die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem in die Luft zu jagen und auf diesem Baugrund den neuen dritten Tempel zu bauen, wo die Bausteine nämlich alle schon fertig sind und wo man einfach nur das Baufeld freiräumen muss und sozusagen die Moslems dort von der Fläche vertreiben. Das ist das, was noch offen ist. Da frage ich mich, wenn sie einen Krieg im Irak gemacht haben, wenn sie Krieg in Syrien gemacht haben, dann ist wohl diese kleine Moschee eine wirkliche Hinderungsgrund. Und dann kann man sagen, ja, in göttlicher Bestimmung von den Sternen des Orion ist uns geweissagt, das war eine göttliche Bestimmung und hier ist euer Papst, den könnt ihr lieb haben. Und niemand erzählt denen, dass dieser Papst Jesuitengeneral ist, der eigentlich der Oberste der Satanisten ist.
Ne? Und die Jesuiten waren dafür verantwortlich, dass der russische Zar gestürzt wird, dass der Kaiser gestürzt wird, dass in Österreich-Ungarn die Monarchie weggeputscht wurden. Das ist das Werk der Jesuiten. Und die wollen in den dritten Tempel ihren Antichristen reinsetzen. Das ist das, was passiert. Und da muss man einfach nur mal schalten. Und da verstehe ich nicht, wie die Christen mit den Freimaurern bis auf den heutigen Tag zusammenarbeiten und unter der Decke mauscheln. Die ganze evangelische Kirche im Prinzip in einen Herd der Bedeutungslosen verwandelt hat. Und nur die, die da rausgegangen sind und haben gesagt, ich mache jetzt eine ordentliche Taufe, ich will mit dem ganzen Dreck nichts mehr zu tun haben. Die sind nämlich geblieben und die haben die Wahrheit weiterverkündet. Das habe ich auch selber gemacht und das habe ich auch jeden anderen übernommen. Tut eine ordentliche Taufe machen. Keine feuchte Segnung, wie sie überall praktiziert wird, eine ordentliche Taufe. Er macht einen radikalen Schnitt mit dem Katechismus. Das ist alles nur ein einziges Lügengespinst. Weil es steht geschrieben, du sollst den Sabbat heiligen. Und der Sabbat geht nach diesem Kalender und nicht nach dem Gregorianischen. Weil das ist eine Erfindung der römisch-katholischen Kirche aus dem 4. Jahrhundert. So. Und wer sich nach diesem Kalender keinen Sabbat hält, der hält die 10 Gebote nicht. Aus die Maus. Und da hat Jesus ganz klar auch Stellung bezogen. Und er hat als Oberster der Christen, wenn man so will, sich selber taufen lassen. Er hat gesagt, das ist so wichtig, dass ich das auch selber mache, obwohl ich es selber gar nicht nötig habe. Und der Beweis, dass er es nicht nötig hat, ist in Offenbarung 5,5 folgende zu finden. Da wird nämlich gefragt, ja, wenn wir alle schuldig sind, der ganze Himmel sieht eine Mitschuld. Nämlich, weil sie die Sintflut befürwortet haben. Ne? Hängen die alle drin, auch die ganzen heiligen Engel, da ist keiner mehr. Man ruft, wer ist denn hier noch mehr? Ja, wer ist denn noch hier ohne Schuld? Und da hieß dann, das ist nur Jesus noch. Der könnte jetzt das Siegel noch aufmachen. So, nachdem man das geblickt hat, weiß man, dass auch die ganze Kirchenhierarchie, das Ganze, was auch in drunter hängt, alles voller Sünde ist und eine Lüge. Auch ich bin mich da auch einen, ich bin auch nicht fehlerfrei. Ich habe auch Mist gebaut. Aber ich habe von dem Mist, habe ich hinter mir gelassen. Ich habe dann einen klaren Schnitt gemacht. Ich habe gesagt, ich will mit diesem evangelischen Kirchen feuchte Segnungsmist nichts mehr zu tun haben. Tut mir leid. Ich habe einen Auftrag, die Wahrheit zu verkünden. Und da lasse ich mich von niemandem stoppen. So, und jetzt ist es mir völlig egal, ob das ein bürgerrechtliches Thema ist, ob es ein altgermanisches Thema ist, ob es ein christliches Thema ist. Mich interessiert nur, ist das Wahrheit oder ist das Lüge? So, und wenn das so schlimm ist, dass die Christen in diesem Land einfach das nicht erkennen und nicht aufstehen und sagen, nein, Jesus ist nicht Ostern auferstanden, weil dieser Kalender nicht stimmt. Ne? Jesus ist am Sabbat nach dem Passafest auferstanden. So. Und die hatten früher keine Tiefkühlkombination, um das so lange hinzuziehen, dass das ihr aufgeht. Es ging nicht. Das Zeug wurde frisch gekauft und frisch gebraten. Also ist es der nächstmögliche Sabbat nach dem Passa. Ganz einfache Geschichte. Und Jesus hat gesagt, ich will erst mit euch Passa feiern. Und das hat er auch gemacht. So, das muss man einfach geblickt haben. Ja? Damals hat man frische Sachen nicht eine Woche aufheben können. Es ist der nächste Sabbat gewesen. Ja. Und da, wenn dann zwischen Ostern, dem Fest der Ostera, also Isis, und im Passafest 4 Wochen liegen, kann Jesus nicht zu Ostern auferstanden sein. Aus die Maus. Muss man nicht lange überlegen. Was ja an dem Artikel natürlich gut ist, weil die Jesuiten tun ja nicht nur Lügen verkaufen, sondern sie verkaufen auch teilweise Wahrheiten. Das ist der Versuch, das Geburtsdatum Jesus zu bestimmen. Und da ist er, der Verfasser, schon mal ziemlich nah dran an der Geschichte. Und da sind sich auch alle Theologen inzwischen einig, dass es ein Termin ist, der irgendwo im Herbst liegen muss. So, und man weiß aber, und da brauchen wir keinen einzigen Zweifel haben, Jesus ist definitiv nicht zu Weihnachten geboren worden. Und jedes Krippenspiel ist einfach ein Schlag ins Gesicht Gottes. Jedes. Deswegen habe ich mich, ich habe als kleines Kind mit dem Krippenspiel immer ein Problem gehabt. Nicht wegen meinen schauspielerischen Künsten, das hätte ich vielleicht noch hingekriegt. Auch nicht wegen dem ausländischen Text. Sondern ich habe gewusst, mit der Sache stimmt was nicht. Das habe ich von klein auf gewusst. Und es hat Jahre gedauert, um dahinter zu kommen, was es nicht stimmt. Das Datum stimmt nicht. Das, was wir dort feiern, ist das Saturnalia-Fest. Nämlich das Fest, dass die Christen an die Löwen verfüttert wurden. Das ist das, was die Kirche zu Weihnachten feiert. Und da frage ich mich, warum die Christen nicht dagegen aufstehen. Wenn sie schon wissen, dass es nicht sein kann, warum wehren sie sich denn nicht dagegen? So, und jetzt ist die Frage. Es kann sein, dass es kann sein, dass die Geburt Jesu in den Oktober fällt. Aber das wissen wir nicht. Auf jeden Fall denke ich nicht, dass es, dass die Ereignisse, so wie sie jetzt sind, von den Gestirnen abhängen.
Es gibt nur eine einzige Sache, die im Alten Testament auch klar bezeugt ist. Das nämlich die Sonne und der Mond, die Himmelskörper sind, die die Zeitmessung bestimmen, also die den ganzen Rhythmus bestimmen. Und es ist bemerkenswert, dass die beiden Umläufe teilerfremd sind. Also das heißt, dass immer ein Tag eingestückelt werden muss in größeren Abständen oder eine Stunde oder eine Sekunde, damit das Datum, das ja immer ein ganzzahliges ist, aufgeht. Das ist nun mal die Aufgabe eines Kalenders, das zu machen. So, und die beste und die genaueste Kalenderform, die es gibt, best ever, ist der Lunisolarkalender. Weil der ohne technische Hilfsmittel immer wieder synchronisiert werden kann. Und zwar einfach nur durch die Beobachtung des Neumonds und durch den Sonnenstand. Und mehr braucht man nicht. Ja, da braucht man keine Atomuhr, was auch immer. Man kann den Kalender immer wieder neu synchronisieren. Man muss natürlich bei technischen Vorgängen das auf die Millisekunde genau wissen. Aber dieses Erfordernis ist nur Erfordernis, weil wir in vielen Dingen in unserem täglichen Leben uns Computer geschaffen haben, die diese Probleme erst erzeugt haben. Denn früher gab es kein Problem. Dann ist es uninteressant gewesen, wann der Bauer auf sein Feld losgefahren ist. Aber heutzutage, wo man GPS hat und die Felder mit GPS abmäht, da braucht man natürlich eine genaue Zeit, weil sonst die Positionsbestimmung nicht funktioniert. Aber das ist ja selbstgemachtes Elend. Ne? Der biologische Landbau braucht das nicht. Da guckt raus, wie ist das Wetter, wie sind die Erfordernisse, wie müssen wir jetzt die Fruchtwechsel bestellen und dann ist da losgelaufen. Da braucht das alles nicht. So. Und würden wir heute noch unsere Landwirtschaft so betreiben, wie es eben notwendig ist, könnten wir auch die Preise halten. Aber dann müssten eben alle mitarbeiten. Zurzeit ist ja so, dass 10% der arbeitenden Bevölkerung einen faulen Überbau von 90% durchfüttern muss. Und deswegen sagen die unteren 10%, es reicht jetzt. Wir machen ja nicht mehr mit. Und das ist der Grund für die Demonstration. Und wenn das immer umgefallen ist, dass die oberen 90% plötzlich auch nicht mehr ordentlich abgefüttert werden kann, weil eben alles Geld in diese Invasoren geht, ne, dann fragt man sich, was nur wird. Ne, da gibt es Bürgerkrieg. In Schweden muss es wohl jetzt losgegangen sein. Da ist also jetzt das Militär zugange. Ich habe allerdings noch keine Bestätigung dafür. Aber es sieht ernst aus. Und man weiß auch nicht, ob in Deutschland im Prinzip der Höhepunkt dessen, wo man noch eingreifen und handeln kann, nicht schon überschritten ist, weiß ich nicht. Es hat sich aber immer wieder bemerkbar gemacht, dass es gut ist, dass wir auf den geistlichen Eindruck damals von der Uhr gehört haben und die jetzt also immer mit dem Bild haben, sodass man weiß, wann ich was gesagt habe. Ja, man hat das Video ja live erlebt, ne, wo ich das erste Mal gemacht habe. Und wenn man so hört und auch reagiert auf die Einwände, dann kann man auch wirklich gewisse Dinge richtig vorhersehen und man kann richtigen Konsequenzen machen. Und dass diese Flüchtlingsinvasion hier zum Problem ist, ist von Anfang an bekannt gewesen, seit es überhaupt passiert ist. Es geht ja nicht um die Ausländer, die jetzt hier seit Jahren hier leben und ihr Geschäft haben und in ihrem Dönerladen und in ihrer Pizzeria. Ist ja alles okay, können die alles machen. Die tragen einen gewissen Teil zum Erfolg des Wirtschaftssystems bei. Sollen sie doch ihren Aufenthaltstitel haben, sollen sie den auch immer wieder verlängert kriegen, solange wie sie sich ordentlich verhalten. Und wenn sie sich an Aufständen und an Unruhen in dem Land nicht beteiligen, sondern einfach nur ihre Arbeit machen und uns helfen, dass wir hier ein Land unterkriegen, dann ist das alles okay, da sind die herzlich willkommen. Ich habe noch keinen Vietnamesen oder irgendwie gesehen, der es doch angelegt hat, unsere Gesellschaft zu unterlöchern und uns in Schwierigkeiten zu bringen. Die sind alle Buddhisten, da kannst du in jeden vietnamesischen Laden gehen. Aber die bleiben unter sich, machen ihr Ding für sich, arbeiten fleißig von früh bis abend. Und die sind uns alle herzlich willkommen. Das sind der Großteil derer, die in der DDR hier auch gelebt haben. Warum sollen sie dann keinen Aufenthaltstitel kriegen? Aber sie treten eben hier nicht als Invasoren auf, sondern eben als Flüchtlinge. Weil sie in ihrer Heimat und auch teilweise auch in meteorologischen und klimatischen Bedingungen eben sehr schwer ist, dort effektiv hintereinander wegzuarbeiten, ist einfach die Temperaturen und die Feuchtigkeit, die verhindern einfach, dass man so richtig Power geben kann. Das ist in Deutschland eben anders. So, hier kann man den ganzen Tag Gas geben. Also kann richtig Leistung bringen und so weiter. Ne? Da ist man nicht gehemmt. Es sei denn, das ist mal schwerer Frost, dann geht es endlich. Ja. So, was muss man jetzt noch bereden? Es ist ja immer wieder so, dass einem die Worte im Munde umgedreht werden und dass immer wieder versucht wird, da irgendwas zu deuten oder nein zu legen, das, was ich sage. Ich sage einfach die Wahrheit und ich meine es so, wie ich sage. Ja? Wenn wir in dem Land ja vorwärts kommen wollen, müssen wir uns darum kümmern, Verwässerungen zu organisieren.
Es ist uns völlig Rille, ob da irgendjemand was dagegen hat und wir haben uns auch das Frauenwahlrecht und was auch immer. Der Kaiser hat es eben so festgelegt und da müssen wir wenigstens die ersten Wahlen erstmal so machen. Und dann fangen wir erstmal an einem Ort an und machen um ein Wort das erstmal fertig. Und dann nehmen wir uns den nächsten Ort vor und so weiter. So, ich kann nicht alles leisten. Ich kann nur anfangen an der Stelle, wo ich die Kraft und die Mittel und die Möglichkeiten habe. Und wenn mir keiner hilft, muss ich mir selber helfen. Und wenn ich mir selber helfe, geht es langsam. Und da leiste ich schon viel. Man kann sagen, zwischen 50 und 100 Stunden im Monat, die ich auch für die Friedensarbeit aufwende. Das ist 5-mal bzw. 10-mal mehr, als ich machen müsste, um in der Leiterschaft zu bleiben. Und es gibt Leute, die sich über Jahre weg überhaupt nicht blicken lassen haben. Und ich kenne Leute, die regelmäßig wenigstens ihre 10 Stunden ablegen und die heute noch dabei sind. Ja, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir uns von einigen Organisationen auch verabschieden müssen. Ja, und müsste ich jetzt auch mal hier den Akku wieder laden, es wird langsam leer hier, die Kamera. Und da werden wir uns dann heute Abend oder morgen nochmal damit befassen. Und zwar geht es da um E-Mail-Sicherheit und auch um die Integrität der Webseite.